Für mich sind Bücher wirklich lebendige Wesen, die einmal gelebt haben. Ich sehe auf der Straße lauter Bücher rumlaufen. Ein Buch ist für mich ein Symbol für uns Menschen, unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und Zukunft. Das ist extrem, also der Power, der aus einem Buch stammt und uns beeinflusst und zwangsläufig auch immer beeinflussen werden wird. Man nimmt den Umschlag weg und entdeckt, dass da eine leinige Farbe ist. Also es ist wie monochrome Malerei. Und das hat mich damals eigentlich dazu bewogen, die Malerei hinter mir zu lassen und zu sagen, ich male mit den Büchern. Es gibt so viele Farben, wie ich Bücher habe auf der Welt, also endlos. Und das hier ist jetzt einfach eine Spielerei mit den Farben. Das ist wirklich eine rein malerische Arbeit, aber natürlich aufgeladen durch den Inhalt. Den man zwar nicht sieht, aber den man ja vermuten muss und imaginiert. Die schwarzen Arbeiten, ist das Gleiche hier. Dort sieht man natürlich die Titel wieder und entdeckt dann dort was anderes dabei, dass eben schwarze Bücher andere Titel haben als zum Beispiel rote Bücher und wiederum gelbe andere als grüne Bücher. Also ich würde sagen, kann ich leben ohne Bücher oder ohne den Inhalt von Büchern. Ja.